alles zu seiner Zeit. Das brauchen wir erst später. Das brauchen wir, wenn wir in der fünften Welt unterwegs sind. Vorher nicht. Aber wir betreten jetzt erstmal die vierte Welt. Jolly Rogers Lagune, Freunde. Eine riesige Welt. Eine schöne Welt. Und gleichzeitig eine verwirrende Welt. Zunächst mal muss man sagen, das ist eine Golddublone, die einzige Währung, die in Jolly Rogers Lagune akzeptiert wird. Das muss man zunächst mal sagen, genau, nee. Zunächst muss man mal sagen, dass ich diese Bodenplatten hier früher nie kaputt gemacht habe, weil ich dachte, das wäre einfach ganz normal. Ich dachte nicht, dass es damit irgendwas Besonderes auf sich hat. Deswegen habe ich das nie gemacht und da haben ja dementsprechend dann auch Golddublonen gefehlt. Aber du brauchst ja nicht alle. Also du brauchst nicht alle, um irgendwie 100% in der Welt zu kriegen. Aber eben ein paar. Und die musste man dann halt woanders suchen, wo die schwerer zu finden waren. Und das war nicht so mega geil. Ein Granatenei in die Mitte. Mit den Trennplatten, Freunde. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Lass mal gucken. Ich hoffe, wir werden jetzt erstmal hier in der Oberwelt so ein bisschen rumdüsen. Da ist noch eine Sprungplatte. Was hier? Das sieht nach einer Cheeto-Seite aus, nach einem Versteck. Wenn er mich fragt. Hops, hops. Na komm, kaputt. Ach, die Welt ist geil, da freue ich mich drauf. Und danach kommt eine meiner beiden Lieblingswelten. Oh, eine leere Honigwabe sogar. Danach kommt eine meiner beiden Lieblingswelten. Ah, da freue ich mich richtig drauf. Die fünfte Welt ist mega geil, Leute. Das ist eigentlich sogar die Lieblingswelt von mir. Die allerliebste. So, was machen wir denn jetzt hier mit dem Tümpel? Ist ja noch was. Hüps! Schädel, Strand, Strand, Schädel! Schädel, Strand, Strand, Schädel. Mhm. Okay, irgendwo müssen wir ja anfangen. Dann würde ich vorschlagen, wir... Moment mal, geht das? Nee, geht nicht. Zumindest nicht so rum. Wir gehen mal in Jolly Rogers Spielunke rein. Was haltet ihr davon? So, hier. Das Geheimnis hier, was ich jetzt von außen probiert habe, geht eigentlich nur hier. Du musst auf das Gunpowder schießen. Und dann sprengst du quasi hier den Weg frei. Nice. Gucken wir uns doch erstmal die Speisekarte an, oder die Getränkekarte. Today's Specials. Salty Dumplings. Toad in the Hole. Seaman's Surprise. Seaman's Surprise. Wenn das salty ist, dann will ich wahrscheinlich nichts davon wissen. Oh, hallo. Ich bin Jolly Roger, Bürgermeister und Inhaber dieser herrlichen Spelunke. Eine Ingwerlimonade, bitte. Ich würde euch nur zu gerne bedienen, aber im Moment bin ich sehr unglücklich. Meine Partnerin ist verschwunden. Das ist traurig. Wo bleibt denn jetzt die Limonade? Kasui. Oh, Verzeihung. Wo hast du sie zuletzt gesehen? Gestern Abend fuhr ich auf dem Wellenreiter. Dann klang es, als ob etwas verschluckt würde. Und als ich nachschaute, war sie weg. Bestimmt wurde sie von einem Meeresungeheuer verschlungen. Hoffentlich nicht. Es ist bald Happy Hour und ich brauche Unterstützer. Möchtest du ein Zimmer mieten? Für nur 2 Dublonen, weil dieser unverschämte Maulwurf ein Loch in die Ecke gegraben hat. Wie steht's? Yes, wir können sowieso ein Zimmer gebrauchen und vor allem, wenn da Jamjas drin ist. Okay, Großer, lass mich Geld sehen. Wunderbar. Ich mache nur schnell auf, okay? Ihr hört ja selbst in der Synchro-Stimme, dass der auch so ein bisschen... Dankeschön, aber wie kannst du nur schlafen, wenn meine Partnerin vermisst wird? Wie kannst du an Happy Hour denken, wenn deine Partnerin vermisst wird? Ja. Word up! Wie die CSU sagen würde. Ist auch so ein Insider. Ihr merkt ja selbst an der Synchronisation von der Figur selbst, dass der so ein bisschen femininer ist. Wo springt dein wahres Wesen zur Schau? Ja. Aquasura, wenn unter Wasser von Schurken überfallen, dann schieße zurück und zeige es allen. Drücke Y und du machst den Sucher an. Drücke LT oder RT und der Kampf beginnt so dann. Das ist dann alles. Weggetreten. Word up.
Y unter Wasser, dann können wir uns wehren. Aha. Was gibt es hier? Nur Federn? Steak Sushi liefert. Ja. Oh Mann. So. Was ist das denn? Ich fürchte, unsere Jukebox ist im Moment kaputt. Wirklich schade. Ich liebe es, zum salzigen Seemannslied zu tanzen. Vielleicht kannst du sie ja reparieren. Das salzige Seemannslied? Oh Gott, ich frag einfach nicht nach. Was ist das denn? Die Treasure Trove Cove? Die zweite Welt in Banjo-Kazooie? Was ist denn da los? Ein Pirat! Grüße, Herr Pirat! Geht vom Anker, ihr dreckigen Hunde! Ich bin Captain Holzauge, ich furchtloser Pirat und Geißel der Meere! Du bist etwas wackelig auf den Beinen, Blubschauge. Nur ein Anflug von Seekrankheit, ihr Ratten! Seekrank? Du bist mir ein Pirat! Pass auf, was du sagst, Krähe! Hier sehen wir das Stop-and-Swap-Gebiet, wo es quasi das Ei gibt. Und zu diesem Typen gibt's auch eine lustige Geschichte tatsächlich. Denn dieser Typ hier war der ursprünglich geplante Held in Banjo-Kazooie. Und zwar hieß das Spiel damals noch Project Dream für Nintendo 64. Und da sollte man einen Piraten spielen. Und der ist so eine dezente Anspielung drauf, das werdet ihr gleich noch sehen. Ich wäre in diesem teuren Spiel! Er schaudert vor mir! Diese Pillen gegen Seekrankheit von Jolly nützen gar nichts! Romani-Mannschaft! Drückt noch einmal auf diesen Knopf und ich ramme euch! Genau, ich schlitze eure Augen, meine arme Magen! Nehmt diese Dublonen und bringt mir noch ein Glas Wasser! Ah, wir haben jetzt zwei Dublonen gekriegt dafür. Das ist ja nett. Bumm. Und er fällt. Ich wäre in diesem tollen Spiel. Der sagt dann auch irgendwie, dass er träumen würde. Genau. Ich hab mal geträumt. Er hat mal geträumt, dass er in diesem schönen Spiel wäre. Und das ist halt eine Anspielung auf, wie gesagt, den Namen Project Dream mit dem Piraten als Held statt Bär und Vogel. Wenn ihr mich fragt, ich finde Bär und Vogel besser, cooler, weil ich mag das Design von den Piraten auch an sich nicht. Gut, wir haben hier was freigesprengt. Jetzt kann ich das eher nur noch rollen. Wir werden jetzt gerade mal gucken, wofür das gut war. Gibt es denn hier noch irgendwo was? Nur Federn, okay. Und da geht's bergab. Wupp, wupp. Jolly Rogers Lagune, Schmugglerhöhle. Ja, das habe ich befürchtet. Also hier können wir noch nichts machen. Absolut gar nichts. Da werden wir aber später noch... Oh, warte mal, das Wasser. Da können wir was machen. Jetzt können wir doch was machen. Hier können wir nichts machen. Oh, wir können doch was machen, ja. Das war mal wieder typisch, Freunde. So, Y. Achso, wir können ja nur schießen. Wir haben ja den anderen Move noch gar nicht gelernt. Dammit, wir können jetzt unter Wasser halt ballern. Das ist das Einzige. Dann können wir hier doch nichts machen. Haben wir denn hier noch einen Move von Jamjas, den er uns erwartet? Ja, wir haben hier sogar noch zwei Moves von Jamjas. Das ist ja crazy. Okay. Gut. Also, hier das Merken. Also den Move, um das Puzzleteil zu kriegen, den kriegen wir erst in der siebten Welt. Soweit ich das weiß. Was habt denn ihr? Ihr seid am Weinen. Oh, hilf uns mit unserem Becken, Herr Bär. Was stimmt denn nicht damit? Sieht doch gut aus. Wir wollen schwimmen gehen, aber das Wasser ist verschmutzt und eiskalt. Das könnte etwas dauern. Schmutz und Eis. Der hat drei Arme. Bring bitte unser Becken in Ordnung. Axel hat mich letzte Woche reingeschubst. Sieh doch, was mit meinem Arm passiert ist. Ich wollte eigentlich nichts sagen. Danke. Ich bin tatsächlich etwas empfindlich, was das betrifft. Mutant. Einfach eiskalter Mutant rausgehauen. Wie unsensibel, Kazooie. Das geht ja gar nicht. Aber von denen gingen auch noch welche kaputt. Das weiß ich.
Schnappen wir uns erstmal diese Dublonen da. Dann waren das welche mit Risse, die kaputt gingen, ja. Diese Dublonos gehören uns. Obwohl, ja, jetzt wo wir auf dieser Seite sind, könnten wir... Ja, das machen wir auch jetzt zuerst. Wir könnten, glaube ich, das Wasser schon zumindest mal reinigen. Ich glaube, das können wir tun. Indem wir hier auf das Dach klettern, uns wieder dieser Passage hingeben. Ich habe das eben schon gesehen, ich wollte es nur nicht machen, weil ich wollte euch den Dialog nicht vorenthalten. Ich finde ihn ja doch recht gelungen und recht witzig, von daher dachte ich, kann man euch ja mal zeigen, ne? Erzählt mal, Freunde, wie war denn eure Woche bisher? Es ist ja Samstag, endlich Wochenende, Hashtag Party, Party, Party oder Stream. Je nachdem, was man halt samstagsabends so macht. Und ja, könnt ihr mal sagen, wie war euer Wochenende? Was treibt ihr noch so? Was geht bei euch so? Muss ich gerade überlegen. Ah, da ist die Stelle. Da ist die Stelle, da können wir hin. Ich habe viele gute Streams gesehen. Oh, du alter Schmeichler, du. So. Keller, Müllbeseitigungsanlage. Das hier ist wieder ein... Ja, wie sage ich das? Ein Levelübergang. Oder quasi ein... Ja, ein Übergang in eine andere Welt wieder. Das ist die nervigste aller Welten. Das ist Welt 6. Die Crunty GmbH. Und das ist so ein kleiner Sneak Peek. Und ihr merkt ja schon, die bedrückende Stimmung selbst hier in diesem Raum, ne? So. Hier, das ist ein Minju, soweit ich das weiß. Weil es wäre ein bisschen blöd, in der sechsten Welt hier schon einen Jinju einsammeln zu können. Ja. Ding, 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 ding. Wobei die Musik in der Crunty GmbH cool ist. Hier können wir so ein bisschen reingucken. Bei viel siehst du hier auch noch nicht. Ist halt hier so ein Mülldepot und so, ne? Bah. Ekelhaft. Pressen wir den Schalter und verschwinden wieder. Toxic Raced, die Pose. Ding, 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 ding. Jetzt hören die Fäkalien hier quasi auf, rauszuströmen. Danke, riesiger Teddybär. Jetzt ist unser Wasserkristall klar. Aber das löst deren Problem noch nicht. Also bis jetzt sind wir bei, wenn wir alles zu 100% haben, wollen hier mal locker nur bei 8 Puzzleteilen, weil wir 2 davon noch nicht kriegen können. Oh, kristallklares Wasser. Apropos kristallklares Wasser, da unten sind noch richtig schön leuchtende Golddublonen. 10 Stück haben wir schon. Ja, nice. Oh, da ist noch was. Wie ihr seht übrigens, man kann neben dem normalen Banjo-Kazooie schwimmen. Oh, niesen. mit A das Langsame und X das Schnelle auf dem Xbox-Controller. Kann man jetzt beide Tasten zusammendrücken. Das hat uns der Fisch beigebracht. Und dann können wir hier quasi hoch schwimmen. Gesundheit, schreibt er. Donkey. So. Okay. Danke auch von Luzisto. Grüße. So, Dille. Lass hier mal Lucky Lucky machen. Hier war auch nichts zum Zertrümmern. Ich dachte, da wäre wirklich was zum Zertrümmern dabei. Egal. Machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal hier lang. Ah, da ist noch ein Jumjar. Seht ihr, der zweite. Schön die Teile hier einsammeln, die brauchen wir alle. Das wird so nicht gehen, meine Liebe! Du musst erst diesen dummen Jungen loswerden, wenn du das lernen willst! Na gut! Was soll das jetzt heißen? Ich bin doch nicht dumm. Das ist doch gemein. Wieso tut es das? Beleidigt uns. Geh mal halt hier rein. Guck mal da, ein alter Kumpel. Den kennen wir doch auch noch. Oh, erstmal die Noten hier einkrallen. Die sind leicht zu übersehen. Genauso wie dieser Jinju, Freunde. Oh, warum ist er denn traurig? Der ist traurig, der gute Mann. Reden wir einfach mit ihm, komm. Was hast du denn?
Ahoi Landratten, ich bin doch just der alte Seebär. Captain Blubär, wie geht's denn so mit dem Kleen? Das kann ganz schön, jetzt geht ganz schön ins Eingemachte. Ah, diese Abenteuer sind doch immer gleich. So viel sehen, so viel zu suchen. Immer noch besser als rumzuhängen. Wie läuft das Geschäft, Blubberbär? Nicht besonders, Landratten. All meine Wellenreiter sind kaputt und der letzte wurde gestern von einem Fisch verschluckt. Wir können dir ein oder zwei Golddublonen leihen. Lasst mal an, ihr Leichtmatrosen, aber ich verkaufe euch meinen letzten Besitz für nur eine Golddublone. Wie steht's? Wollt ihr meinen letzten Besitz für eine Golddublone? Natürlich. Hier hast du. Ah, guter Junge Banjo, wirf einen Blick in diese Kiste hier. Danke, Leichtmatrosen. Ich gehe zur Quiz nach den Jolly Spielunke. Man kann 1000 Golddublonen gewinnen und wenn ich das schaffe, kaufe ich mir ein tolles Raketenboot. Ui. So wohl nichts. Genauso wie einfach alles. Und unser dritter Sub, liebe Freunde. Vielen Dank, Luzisto, für einen weiteren Prime Sub. Chat eskalieren. Amazing und Hype in den Chat für Luzisto. Vielen, vielen Dank. Gleich drei auf einmal heute. Hör ich da die ganze Zeit, das ist die Figur. Alle einmal ausrasten bitte im Chat. So, was haben wir denn hier? Wie komme ich denn da hoch? Ach, da hinten über die Fässer. Ja, das wäre auch zu leicht. Mr. Epic Bug rastet aus. Ding, 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 ding. Der zweite Jinjo der grünen Familie. So, und sein allerletzter Besitz ist... Bam! Turboschuhe. Und wofür man die braucht, zeige ich euch direkt. Denn mit den guten Turboschuhen kann man übers Wasser laufen. Wie hast du die Nachricht dazu gemacht? Oha, diese ganzen Ausraster hier. Hi pur, Freunde. Welche Nachricht meinst du denn, Rikudo? Ding, 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 ding. Excellent und Wu. Ja, heute ist viel los hier. Die Sternchen. Ach, die schönen Sternchen. Die ganzen Subber mit ihren Sternchen da. Nice, dann werde ich euch demnächst mal schöne Emojis basteln. Ich meine, Luzisto. Oh, die Nachricht habe ich gar nicht gelesen. Was hat er denn dazu geschrieben? Hat er denn was dazu geschrieben? Ja, warum war hier jetzt eigentlich Blubber? Ach so, ja. Oh Gott, ich bin komplett verwirrt. Tut mir leid. Di 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 di. Hab nur auf Abonnieren geklickt. Ach so, ja. Ach so, ja. Das war das Normale. Also das ist der Standardtext, den ich eingestellt habe quasi. Den siehst du damit. Kam bei mir auch sowas? Ja, bei dir kam auch sowas. So, und hier ist der gute alte Fandusladen, Freunde. Also Pfandladen. Hier gibt's ganz viele Requisiten. Hier gibt's ganz viel aus Banjo-Kazooie. Unter anderem gibt's hier so... Oh, guck mal da. Die Puppe kennen wir noch aus Grunties Fernal Quiz. Aus dem Finale aus Banjo-Kazooie. Da kriegt man doch gleich schon wieder Lust, das Ding zu spielen. Und da oben ist auch ein Globo, den wir brauchen. Hab ich drauf geachtet, weil ich mir durchlesen musste. Ah, so. Okay. Das Bild hier kennen wir auch. Die Brenthilde. Also wissen wir, es sind vier Geschwister. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich heiße Fandus. Ich bin der hiesige Pfandleier. Wir interessieren uns für das Puzzle im Schaukasten. Ach ja, ein wirklich hübsches Stück, etwa aus der Banjo-Kazooie-Zeit. Ich schätze, 20 Golddublonen sind ein angemessener Preis. 20 Golddublonen? Wir wollen nur das Puzzle, nicht deinen ganzen Laden. Die haben wir sogar. Dann würde ich sagen, wir verprassen die jetzt auch. Das Puzzle kostet immer noch 20 Dublonen. Möchtest du es kaufen? Was sagst du? Ja, es wird ja auch nicht mehr günstiger werden. Gut, mein Freund. Wo ist das Gold? Es ist angenehm, mit dir Geschäfte zu machen. Bitte bedien dich.
Der Typ ist echt fertig. Oh Mann. Gut, erstes Puzzleteil für die fitte Welt. Heute läuft's, Freunde, heute läuft's.